Ja, hallo, wer sind denn Sie und wofür wollen Sie denn bewerben? Also, ich glaube, wir haben uns schon mal. Wer sind Sie denn? Ja, hallo, ich bin DJ Bambi. Ich bin gerade auf großer Südostasien-Tournee und die habe ich jetzt extra abgebrochen, um hier zum Bewerbungsgespräch zu kommen. Und da war ich gerade auf so einer Bochum großen Privatchat-Besprechung und da habe ich meinen Schlenker hingemacht. Aber ich fand es jetzt nicht so nice. Und dann bin ich weitergefahren hier zum Bewerbungsgespräch und jetzt hoffe ich mal, sie nehmen mich. Oh, ich bekomme gerade einen Anruf auf meinem iPhone 3GS. Oh, hallo Michael Jackson. Oh, hast du schon wieder ein neues Album rausgehauen? Ja, okay, werde ich mir kaufen. Ciao. So, war Michael Jackson auf meinem 3GS. So, und wenn Sie mich jetzt nicht annehmen, dann werde ich Sie verklagen. Können Sie uns Ihre Talente mal zeigen? Ja, also ich bin ja auf Tournee, habe ich ja schon gesagt. Und da ist DJ Bambi featuring Pamplemousse. Und Pamplemousse habe ich heute mal dabei. Also Pamplemousse, komm mal rein hier. Jetzt zuschlagen, bevor der Vorrat aus ist hier. Nur noch 999 Stück vorhanden. Wir werden uns Ihre Bewerbung nochmal anschauen. Nächster, bitte. Okay, ciao. Wie heißen Sie denn? Hallo, ich bin der Patrick. Und ich habe hier meine Bewerbung mitgebracht. Ich kann leider nichts lesen, weil die Tinte verwischt ist. Was kann denn ich dafür, wenn ich immer mit Apfelsachen dort hab? Dumpfe! Wir werden uns Ihre Bewerbung nochmal anschauen. Stellen Sie sich doch mal vor. Ich habe heute voll früh aufgestanden, so halb 10, voll krass. Und dann bin ich doch so aus dem Bett raus und in die U-Bahn rein und waren da so voll viele Leute, doch voll krass. Ich glaube, sie meinen gegangen. Und dann waren da voll viele Leute, die haben mich so voll angesehen, weil ich so einen Schlafanzug anhatte. Kam da so aus Decke, kam da so voll die Stimme und hast so gesagt, oh, nicht aussteigen. Und dann habe ich so gedacht, hey, ich muss jetzt aber raus. Und dann bin ich hier so hergekommen, so voll cool. Und jetzt bin ich hier vor so einem komischen Ötzi da. Wir werden uns Ihre Bewerbung nochmal anschauen. Jo, danke, hier gibt die Brofist. Boah, was bist du für ein Opfer? Also, ciao. Ja, hallo, wer sind denn Sie und wofür wollen Sie denn bewerben? Ja, ich bin der Frank und ich bräuchte eine Stelle. Was hätten Sie denn so anzubieten? Also, wir hätten eine Stelle als Concierge frei. Ja, das klingt schon interessant, aber was müsste ich denn da so genau machen? Also, es ist im Prinzip relativ gleich zu setzen mit Apartment Manager. Und Ihr Tätigkeitsfeld würde sich ja nicht nur auf innen beschränken, sondern Sie würden auch einige Tätigkeiten außerhalb der Räumlichkeiten machen. Und Sie brauchen aber natürlich auch eine große Disziplin, weil Sie müssen sehr früh aufstehen. Ja, ich denke, das könnte ich schaffen. Und wie wäre es dann so mit der Bezahlung? Also schon so 20.000 im Monat könnte ich gut gebrauchen. Klingt das so realistisch? Ja, das klingt ziemlich so realistisch. Dann ist ja gut. Dann hätte ich gerne einen Job. Haben uns schon mal irgendwo gesehen. Tut mir leid, aber ich habe Sie nicht verstanden. Ich glaube, wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. Okay, Sie sind eingestellt. Danke, schön. Oh, die Kamera läuft ja schon. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr das eh nicht schon längst getan habt. Teilt es auf Facebook, Twitter, Instagram. Alles was weiß in der ich? Infobox da unten drin. Und genau. Rechts. Und links rechts hier und links ältere Videos. Und zwar der Zahnarztbesuch und die Pomcom.
Show. Ja. Pomcom 3. Sehr sehenswert. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommt nächsten Sonntag um 15 Uhr wieder und lacht euch tot. Bin ich eh, ist der Ball. Doch, das ist der. Das ist der Ball.